Freunde, da macht man mal einmal eine ganz kurze Podcast-Pause und schon krempelt sich der BVB auf links. Reus ist weg, Terzic verabschiedet sich, Hummels Vertrag wird nicht verlängert, Nuri Sahin neuer Cheftrainer. Logisch. Was geht denn bitte ab? Das wirkt alles wie so ein Ende von einer Serie und die neue Staffel, die geht dann mit ganz anderen Schauspielern weiter. Das ist das große Thema von Kevin Großkreuz und mir in der neuen Folge Viertelstunde Fußball. Natürlich werden wir auch den Blick in den Rückspiegel wagen. Wembley. Sorry, aber die Champions League Saison, die müssen wir einfach auch hier im Podcast abschließen und ebenfalls im Fokus die Europameisterschaft. Ihr erfahrt, wer unser ganz großer Verlierer dieses Turniers bislang ist. Wir quatschen natürlich auch ansonsten über alles, was war und was uns besonders Spaß gemacht hat an der Euro. Mein Name ist Conny Küpper und euch jetzt wunderbare Unterhaltung mit Viertelstunde Fußball, der Podcast mit Kevin Großkreuz und Conny Küpper, euer wöchentlicher Audiosnack für zwischendurch. Leute, hier ist wieder eine neue Ausgabe von Viertelstunde Fußball, unser kleiner Sommerschlaf. Der ist vorbei, 2 Wochen Pause und ich sag mal so, Kevin, es ist ein bisschen was passiert, als wir nicht aufgenommen haben. Das stimmt, wir sind beide braun, ne? Du bist sehr braun geworden, ich habe dein Instagram verfolgt, ich habe nur Boot gesehen und Sonne und dann wird hier auch mal, war das Champagner, was da aufgemacht wurde, irgendwo da auf Ibiza, ne? Mhm. Also, ja, was soll ich sagen? Ich war mit Sienchen im Urlaub, haben eine Woche und gut gehen lassen und davor war ich eine Woche in Amerika, ne? Stimmt. Und da haben wir ja gespielt. Leider ausgeschieden. Aber eine Bude hast du gemacht, ne? 2 sogar. Ja, 2. 2 und das Wichtige, wir haben gegen Bayern gewonnen. Ja, gut. Sonst ist alles verloren, aber gegen Bayern haben wir gewonnen, 2-1. Leute, das Wichtigste ist aber, wie war die Einreise in Amerika? Konntest du dich verständigen mit dem Grenzamt? Erstmal war natürlich die Einreise wieder, ich habe Sprengstoffkontrolle gehabt wieder, wie letztes Jahr. Ja? Ja. Das heißt, die haben da einmal so einen Streifen. Ja, genau, ja, ja. Aber nichts gefunden. Schön, geht's dir gut? Bist du gut erholt? Ja, eigentlich schon. Und du? Ich bin einigermaßen gut erholt. Ich war eine Woche auf Sardinien, war überragend. Auch ein Bötchen gemietet, bisschen durch die Gegend geschippert. Oh. Es war herrlich. Dann wieder hier hingekommen, Scheißwetter und EM-Beginn. Und ich mache irgendwie, ich glaube, ich bin 15 Mal gebucht bei RTL für Zusammenfassung. Das heißt, jetzt ist wieder arbeitsreiche Zeit. Aber das hindert mich natürlich nicht, jetzt hier mit dir am Tisch zu sitzen. Leute, es ist, welchen Tag haben wir? Heute haben wir Mittwoch. Es ist Mittwoch, 9.32 Uhr. Heute Abend spielt die deutsche Mannschaft. Das heißt, wundert euch nicht, wir werden über dieses Spiel nicht reden können. Mhm. Haben aber trotzdem natürlich genug Gesprächsstoff. Denn, weißt du, wann wir beide uns das letzte Mal gesehen haben? Vorm Champions League-Finale, ne? Nee. Nein? Während des Champions League-Finals, in der Halbzeit. Haben wir uns gesehen? Weißt du das nicht mehr? Ne. Ich dachte, ich... Weißt du das echt nicht mehr? In der Halbzeit haben wir uns gesehen? Wir haben uns in der Halbzeit gesehen, da auf dem hinterm Block. Ja. Und wir haben beide gesagt... Was haben wir gesagt? Ohne Witz, ich hatte echt Angst, dass du sagst, boah, Conny, du warst so besoffen. Aber scheinbar... Okay. Wir haben beide gesagt, Scheißdreck, wenn du in der ersten Hälfte solche Dinger liegen lässt. Ja, wird das bestraft. Dann wird Real Madrid dich bestrafen. Mhm. Und leider Gottes sollten wir Recht behalten. Leute, jetzt ist das Ganze 2 Wochen her. Der ein oder andere wird das und die ein oder andere wird das verarbeitet haben. Jetzt kommen aber wir und reißen nochmal die Wunden auf, denn wir sind es euch und uns ehrlicherweise auch schuldig, dass wir über das Champions League Finale sprechen, Kevin. Das war ein Thema, was uns über die Wochen getragen hat, immer und immer wieder. Erstmal, wie denkst du jetzt über dieses Erstmal muss man ja sagen, du feiner Herr bist ja geflogen, ich bin mit dem Bus gefahren. So. Und das nicht kurz. Erzähl mal von der Busfahrt bitte, also, hattest du ein Physio dabei? Ja, Hinfahrt war glaube ich 12 Stunden, Rückfahrt 14 Stunden. Alter! Das hat sich so gezogen, die Rückfahrt. Hinfahrt war ja noch gut, da hast du auch, ne? Wollte ich gerade sagen, so Hinfahrt, da bist du ja noch gut drauf, ja, und freust dich auf zwei Wasser getrunken und so, ja, ja. Vielleicht auch 2 zu viel, aber... Da war's ja, da ging das schnell rum, aber Rückfahrt, ach, leck mich am Arsch, ey, hat sich das gezogen. Boah, also das ist wirklich Hölle. Ja, ja, da musstest du ja vorm Tunnel, mussten wir, glaube ich, 2,5 Stunden oder so warten, bis wir einen Zug bekommen haben. Und dann sitzt du da wie einmal durch den Fleischwolf gedreht. Ja, und alles tut dir weh und du bist müde. Und traurig. Ja, und traurig auch, ja. Aber ja, ich hab's ja irgendwie geschafft. Das unrühmliche Ende einer geilen einjährigen Reise durch Europa.
Eine Sache noch, bevor wir jetzt wirklich ins Finale eintauchen. Wir haben viele Nachrichten von euch bekommen. Leute, warum nehmt ihr nicht auf? Frechheit, ja, haben einige gesagt. Ist natürlich auch richtig, ist eine Frechheit. Ja, ist auch. Das lag aber an dir. Das lag an uns. Nein, an dir. Und wie gesagt, viele Nachrichten bekommen. Und eine Nachricht fand ich mega. Oh. Und zwar vom Jens. Der hat aber nicht unser Jens. Nee, nicht unser Jens. Okay. Jens hat geschrieben, dass er uns jede Woche hört aus Texas. Wow. Ich komme gebürtig aus Lippstadt, NRW und bin seit 2007 ausgewandert in die USA nach Texas. Und es ist immer wieder ein bisschen Heimat, euch zu hören. Und er splittet die Folgen sogar auf, damit er uns an mehreren Tagen hört. Boah, geil. Ja, das ist wirklich geil. Jens, ja, schöne Grüße. Grüße. Ja, jetzt über den kannst großen du wieder hören. Ein Glück. Ja, ein Glück. Bedanke dich bei Corny, dass wir zwei Wochen Stopp machen. Ja, liebe Grüße nach Texas, Jens. Das ist großartig. Kevin, jetzt aber. Champions-League-Finale, rein sportlich. Wie ist gerade noch dein Gefühl? Leidest du noch unter der Niederlage? Nö, eigentlich nicht. Ich leide nicht mehr. Es war natürlich sehr bitter. Es war vor allen Dingen, hat mich das so ein bisschen erinnert an uns 2013 auch wieder. Erste Halbzeit überragend. Und ja, auch wir haben auch das Tor nicht gemacht 2013, so wie jetzt. Ja, und dann bestraft das eine Top-Mannschaft halt. Und Real Madrid ist eine Weltklasse-Mannschaft. Und deswegen, wie wir in der Halbzeit dann auch schon gesagt haben, beide, auch wenn ich das nicht mehr weiß, dass das bestraft wird, und das wurde dann auch bestraft. Ja, Füllkrug macht bei der einen Chance alles richtig, geht in Pfosten raus. Der hätte vielleicht sogar nicht mal gezählt, weil der vermutlich im Abseits war, ja. Jetzt aber wieder der Professor, aber die was halt wirklich krass war, war Adeyemi. Adeyemi, ja. Den macht er im 99 von 100 Fällen macht er den rein. Ja, muss zwei einfach, Dinger, ne? Ja, zwei. Und wenn du so drei so Dinge hast, musst du auch eins gegen Real Madrid machen. Aber haben wir leider nicht. Und ja, hinterher das Spiel wie 2013 leider verloren. Also Wembley brauchen wir, glaube ich, nicht mehr. Wembley sparen wir uns ein für alle Mal. Ey, das war so ein, für alle, die da waren und für alle, die war vielleicht schon... War schon ein geiler Tag, ne? Ja, es waren geile Tage. Also, ja. Ich bin Donnerstag angereist, war schon in der Stadt und es war wirklich ab Tag 1 war was los. Wir waren im O'Neill. Das war der Pub, der schon 2013 auserkoren wurde, als Zentrum der Borussen. Und so ein zweistöckiges Ding gewesen mit Live-Musik. Und immer wenn die Band eine kurze Pause gemacht hat, der ganze Laden am Freitagabend, ey, es war einfach überragend. Es war wie gemalt. Und eigentlich war alles darauf ausgelegt, dass Borussia Dortmund am Ende mit dem Henkelpott nach Hause fährt. Ich kam Freitag mit dem Bus an um 17 Uhr oder so und war um 9 Uhr im Bett. Ich war nur kurz in der Kneipe und dann war ich fertig mit der Welt. Aber ihr wart da, wann wart ihr denn in der Stadt dann eigentlich? Ihr wart da irgendwo noch? Wir waren woanders, aber... Dann sagst du nicht wo, ne? Ne, wir waren nicht in London. Geheimnis. Ja, und da waren wir mit ein paar Mann und dann war ich halt früh im Bett, muss ich sagen. Aber nächster Tag, dann ging es sofort morgens weiter. Ein gemeinsamer Freund hat natürlich wieder eine Idee gehabt, dass man morgens schon halb 10 angefangen haben. Und ja, und so verlief der ganze Tag dann, ne? Und deswegen weiß ich auch, glaube ich, nicht mehr, dass wir in Halbzeit geredet haben. Das ist so überragend. Ich hab sogar Fotos. Ja? Ja. Wir haben Fotos zusammen. Ja, wir haben Fotos gemacht. Ja? Gedacht, komm, das posten wir. Aber dann habe ich auch tatsächlich, habe unsere beiden Blicke gesehen und gesagt, das poste ich dann lieber doch nicht. Ja. Ja, war ein cooler Tag. Nur, ja, leider die Niederlage. Aber wir haben, glaube ich, Dortmund wieder oder der Welt gezeigt, was Borussia Dortmund bedeutet, ne? Würdig vertreten, tatsächlich. Wechselgesang war geil. Wechselgesang war geil. War laut, ne? Genau, und dann so schnell und mega lang. Und da war eine Szene, wo leider dann alle klatschen wurden und dann war vorbei. Sonst wäre das, glaube ich, noch länger geil. Also Wechselgesang war schon geil. Und Kloppo war auch geil, ne? Als Kloppo, war eingeblendet. Dann Mourinho, dann wieder Kloppo, ne? Oh Mann, ey, Kloppo auch noch da gewesen. Das ist das, das habe ich mir wirklich gedacht. Dieser Titel, wenn er denn geholt worden wäre, der hätte auch die 2013er Saison abgerundet. Ja. So, weißt du, du hättest hinter zwei Saisons einen Haken gemacht. Das war noch so eine offene Baustelle, Wembley nicht geholt. Und dann kommt das Schicksal und sagt, du darfst nochmal dahin. Und wenn Borussia Dortmund das dann geholt hätte, dann hättest du zwei Saisons abgeschlossen. Und von 13 waren ja auch noch viele da, ne? Genau. Marco und Mats haben gespielt sogar noch. Ich war da. Kloppo war da, Dede war da, Dede hat gar nicht mitgespielt, sorry. Kloppo, Roman war da, ja. Da waren schon einige im Stadion auch und ja, leider hat's nicht geklappt, aber da fahren wir nächstes Jahr nach München.
Nächstes Jahr dann Finale daheim in der Allianz Arena. Ich habe mir aufgeschrieben, Vinny Junior, Vinicius, ja, Alter. Das wäre ein Spieler für mich. Boah, da würde ich dich mal gerne draufsetzen, Alter. Einfach loslassen. Ey, er ist so ein guter Fußballer, aber sonst ein... Kann ich das sagen? Nein. Ja, das kannst du nicht sagen, Alter. Okay. Das wäre echt nicht wirklich freuen. Ja. Aber das ist einfach... Ey, ja. Also erstmal die Schwalbe, der hatte schon gelb und macht so eine Schwalbe. Aber auch so immer seine Show auf gegen Bayern war das ja auch schon, wo er Kimmich den Ball, ne? Ja, richtig. Und dann jubelt Osterhase trifft. Und dann jubelt er vor der Dortmunder Kurve, ja, Alter. Was ist das für einer? Das geht ja noch so, ne? Jubeln, ja, ne? Aber super Spieler, kann man nicht sagen. Das ist 1 gegen 1, kannst du fast gar nicht stoppen. Der ist einfach gut, aber trotzdem ist das, ja, egal. Ja, also rein charakterlich tatsächlich noch eine ganze Menge Luft nach oben. Ist jetzt kein Sympathieträger und ich glaube, dass er wird es auch nicht mehr beim BVB. Aber was muss man ja auch sagen, Kevin, auch wenn es jetzt am Ende kein Happy End gab in Wembley, die Reisen auf dem Weg dahin. Du hast ja schon in der Gruppenphase Newcastle mitgemacht. Newcastle habe ich nicht. Ja, dann war es das Einzige, was du nicht gemacht hast, ich oder? Ich war in Paris, ich war auch in Mailand, ich war in Madrid. Eindhoven war ja leider sein. Aber sonst war ich... Madrid und auch Paris. Zweimal Paris. Genau. Ja, war schon geil wieder. Und ich hoffe, ich kann nächste Saison, also die jetzt kommt, auch nochmal so viel reisen. Es macht einfach Bock mit den Jungs auch und weiß ja selber auch eine Stadt dann immer und Tag. Ja, Mann. So, das ist schon immer ein Highlight und gucken wir mal, was wir für eine Gruppe kriegen. Aber Paris brauche ich nicht nochmal. Also Paris ist für mich jetzt... Bitte nicht. Bitte nicht. Lass es sein. Aber die Gruppe wird... Das verstehe ich immer noch nicht. Es sind 8 Mannschaften in eine Gruppe, ne? Ja, es ist ein Ligasystem. Ja, ne? Und aus dieser Liga spielst du quasi... Ist das gut? Nee, ich bin kein Fan der Champions League Reform tatsächlich. Ja. Außerdem kann das sein, dass du jetzt 4 Spiele mehr hast als vorher. Ne? Also es geht auch schon an die Substanz. Aber ich glaube, wir haben noch sehr viel Zeit, über die Champions League Reform zu sprechen. Ja, Entschuldigung. Entschuldigung angenommen. Ja. Wenn es dann soweit ist. Aber auf jeden Fall, was ich sagen wollte, diese Reisen, diese Momente in ganz Europa, in den Kneipen danach, so das ist das, warum man das Ganze macht. Auf jeden Fall. Und es hat sich nichtsdestotrotz gelohnt. Wollen wir schon einen Haken an Wembley machen? Ich habe noch Nachrichten bekommen, Kevin, die waren etwas unangenehm. Was denn jetzt? Also pass auf, direkt einen Tag nach Wembley. Mann, ich habe dich gestern in der Halbzeit gesehen. Mich? Nee, mich. Ich sag schon. Dich habe nur ich gesehen. Mann, ich habe dich gestern in der Halbzeit gesehen. Du warst vor mir pissen und hast ewig gebraucht. Der hinter mir meinte, ey, ich habe noch nie jemanden so lange pissen sehen. Ist eingeschlafen, ne? Ich bin nicht eingeschlafen. Ich habe gedacht, was ist das denn? Jetzt kann ich hier nicht mal mehr in Ruhe auf Toilette gehen, Alter. Da stehen die Leute schon und gucken. Andere Story war noch, ich bin mit einem gemeinsamen Kumpel durch die Stadt gegangen und dann sind wohl zwei Boris an uns vorbeigegangen und einer sagte, ey, das ist Corny Küpper und der andere sagte, nee, das ist der nicht, der ist viel zu verquollen. Oh, seitdem bin ich hinterlaufen, Kevin, das gibt's doch nicht. Ja, Wahnsinn. Aber recht hat er recht, ne? Verquollen. Wo ich gerade dran denke, Viktoria Kichterne natürlich aufgestiegen. Ja, aber du warst ja nicht da. Ich habe keine Glückwunschnachricht bekommen von dir. Also, ja, aber du bist ja nie da. Was soll ich denn da Glückwunsch schreiben, Alter? Übrigens, die ersten 2 Relegationsspiele verloren. Und dann dürft ihr nochmal, wie oft darfst du ein bisschen aufgestiegen sein, was dürft ihr spielen, das ist ja auch eine Freche. Also ich habe das Ligasystem da auch nicht so richtig verstanden, wir hatten dann noch einen Versuch, im dritten Anlauf hat es dann geklappt. Da habe ich mich gewundert, das war jetzt glaube ich, war ich da in Amerika oder? Dann so gucke ich, auch gemeinsame Freunde, gucke ich Stories aufgestiegen, ich denke mir, hä, die haben doch 2 Spiele verloren, wir sind ja jetzt, dann gucke ich, da hab da gegen Balıkesirspor 8 habt ihr dann irgendwie gewonnen. Gegen die 8. Mannschaft. Irgendeiner wollte, dass Viktoria Kichterne aufsteigt. Wenn wir das verloren hätten, hätte es sogar noch ein 4. Spiel gegeben. Ehrlich? Ehrlich jetzt. Ich weiß auch nicht, warum das so ist. Ja, wie ist das denn? Dann kann ich auch alle aufsteigen können einfach. Was ist das denn für ein Schwachsinn? Du kannst nicht. Ja, aber nicht Glückwunsch. Aufsteigen. Glückwunsch. Du hast ja ein Spiel gemacht diese Saison. Richtig. Klasse von dir alles. Danke, Kevin. Bitte. Das kommt von Herzen. Aber du spielst jetzt nicht mehr in der Kreisliga B, oder? Ja, ich sitze jetzt auf der Bank und warte auf meine Bleiben Heimat. Denn alle? Ja,
Sicher. Ja? Ja klar, ist ja nicht wie in der Aber ich steige wieder ab wieder. Eine was? Gute Saison wird hier nicht jeder weggekauft. Steigt ihr wieder ab dann? Nein. Nein? Nein, viel zu stark. Komm mal gucken. Komm mal gucken, Alter. Alle Spiele verloren, aufgestiegen, das ist auch geil. Das nehmen wir uns vor für die neue Saison. Ja. Ich war ja schon einmal bei dir. Ja. Ich komme auch nochmal zu dir. Ja, sehr gucken. Gerne. Du musst einmal Viktoria Kirchderne gucken bei einem Heimspiel. Ja, mache ich. Da gibt's eine Brat. Ja. So, jetzt wollen wir aber nicht zu viel über den Amateurfußball reden. Ja, ich habe ihn draufgeschrieben, Kevin, ganz kurz das Thema VAR-Abstimmung in England. Ja, scheiße. Ja. 19 von 20 Vereinen haben für den VAR Wahnsinn, gestimmt. Ne? Was ist mit euch? Wer hat denn nicht dafür gestimmt? Ja, die den Antrag eingereicht haben, Wolverhampton. Ja, das ist der einzige. Ja, ich kaufe mir ein Trikot von euch. So, das war Champions League Finale. Habe ich noch irgendeine Story? Ist dir noch was Verrücktes passiert, Kevin? Champions League Finale. Was hast du gedacht im Moment? Was war der traurigste Moment? Bei mir war traurigster Moment tatsächlich, als Carvajal das Ding reinköpft, 1-0. Weil da kannst du noch hoffen, doch. Nee, da aber wusste 2-0 ich, war vorbei. 2-0 war sowieso, aber bei mir allzu wusste ich, Scheißdruck, das wird wieder nichts. Auch noch Standard, ne? Standard, so, der kleinste Mann, ja, macht das Tor, ey. War schon bitter, aber komm, abhaken. Nach vorne gucken, wie wir es immer machen. Genau so. Und dann haben wir eine kleine Podcast-Pause eingelegt und plötzlich wird der BVB auf links gekrempelt, was das Personal angeht. Lass uns das mal bitte einmal eben aufdröseln. Also wir haben Champions League Finale verloren, dann Terzic Rücktritt, Hummels nicht verlängert, Reus ist weg und Nuri Sahin wird Cheftrainer. Heiliger Himmel, was war da denn los? Lass uns diese Punkte mal bitte alle einzeln durchgehen. Es ging, glaube ich, los, man hat das gehört, plötzlich von so einem Ultimatum von Mats Hummels, der gesagt hat, es kann nur einen geben, entweder ich oder Terzic. Hat er das so gesagt oder hat die Presse das so aufgefasst? So wurde es auf jeden Fall in der Presse nach außen getragen. Er hat jetzt nicht gesagt, dass das nicht stimmt. Er hat nur gesagt, ich wollte immer das Beste für den Verein. Deswegen gehe ich jetzt einfach mal davon aus, dass das ungefähr so war, was aber wohl... Da mische ich mich da nicht ein, weil die Aussage habe ich nicht gehört. Ja, also, ja, von mir erzählen auch welche das und das habe ich gesagt und was ich... gar nicht so gesagt habe. Okay, okay, du bist Profi. Ja, ja, was ist doch so, oder wenn über dich einer... Ja, ja. Ja, oder? Aber ich glaube, wenn es halt nicht so wäre, dann hätte Mats einfach sagen können, so war es nicht. Aber okay, aber was ja überliefert ist, dass das Verhältnis jetzt nicht das Beste war zwischen denen. So, auf jeden Fall... Muss ja auch nicht immer das beste Verhältnis mit irgendjemand sein. Ne? Auf dem Platz ist ja wichtig, dass man da Leistung zeigt und alles gibt. Fakt ist, wir werden beide nicht mehr sehen in der kommenden Saison beim BVB. Edin Terzic geht und verabschiedet sich nach dieser Saison. Ich habe mir gedacht, boah, jetzt wirklich das Ende von Edin Terzic, ob das sportlich gut oder schlecht ist, sei mal dahingestellt. Aber ganz kurz, Edin... Ja, Entschuldigung, dass ich was sagen wollte. Ja, ich sag heute nichts mehr. Du willst mich immer unterbrechen. Doch, erzähl doch alleine jetzt. Ja. Pass auf, Edin Terzic, das ist das Ende bei Borussia Dortmund. Und wenn zwei Tage in diesem Leben anders gelaufen wären, nämlich die Meisterschaft und das Champions-League-Finale, dann wäre er eine absolute Legende, nicht nur beim BVB, sondern tatsächlich auch in Deutschland als Trainer. Und diese beiden Spiele sind nicht so gelaufen, wie erwartet. Und jetzt geht er quasi und es bleibt immer eigentlich verbindest du ihn tatsächlich mit Scheitern, das muss man sagen. Ja, kann man so sagen. Aber erstmal muss man in Champions League Finale kommen, ne? Das schaffen nicht viele. Das stimmt. Und letzte Saison eine geile Rückrunde gespielt, eine Aufholjagd gestartet. Und das letzte Spiel war halt bitter. Also und hat den Pokal geholt, ne? Ja, DFB-Pokal in seiner ersten Saison. Also hat jetzt eigentlich, auch wenn viele immer gemeckert haben, wegen der Spielweise oder was auch immer, dass auch mal auf und ab ging, wie er ja auch gesagt, haben wir ja auch. Jetzt Bundesliga war ja beste Beispiel jetzt die letzte Saison. Stimmt, ja. Aber er war immer nah dran. Ne? Also hat er jetzt nicht so eine schlechte Leistung gezeigt als Trainer, würde ich sagen. In allen Aber was ich sagen wollte... Okay, jetzt du. Ja, ja, okay. Ich habe letztes Jahr schon gesagt, ohne dass ich wirklich, ich kenne bei Dortmund wirklich viele und so, aber ich habe auch nichts gehört. Ich habe gesagt, Nuri Sahin wird Trainer. Und da kannst du mehrere hier fragen von unseren Freunden, weil das war klar, weil man geht nicht vom türkischen Verein, Erstligisten als Co-Trainer irgendwo hin, dass man nicht weiß, ohne Ambition, dass man Trainer wird. Und das war von vornherein klar. Ich hatte gedacht, jetzt weil im Champions League Finale gekommen ist, dass er da oben noch bleibt. Aber es ist doch anders gekommen. Natürlich habe ich Nuri auch sofort geschrieben, muss ich auch sagen. Glückwunsch, mein Freund. Ja. Er freut mich natürlich für ihn. Ich kenne ihn gut. Ich kenne ihn seit der U14.
haben wir zusammengespielt beim BVB. Also kannst du dir ausrechnen, wie lange wir uns kennen. Wahnsinn, ja, stimmt. Und ich weiß ja von Schmelle auch und von mehreren, dass er wirklich sehr fokussiert ist, dass er wirklich sich weiterentwickeln will als Trainer, dass er wirklich den Fußball einfach lebt jeden Tag, dass er ja, manchmal zu bekloppt sogar ist, positiv bekloppt, weil er von morgens bis abends nur an Fußball denkt und als Trainer und Videoanalysen mal und was auch immer, dass er sich alles anschaut und ich glaube und ich hoffe und wünsche es mir auch, dass er weiß, was man in Dortmund sehen will und ich habe ein gutes Gefühl, dass es gut gehen kann, weil er auch ein ruhiger, sachlicher Mensch ist, der ja die Stadt kennt, den Verein richtig kennt. Ich glaube schon, dass das, jetzt kann man sagen, Terzic kennt das auch, aber ich glaube, Nuri ist ein guter Mann. Das wäre jetzt tatsächlich meine Frage gewesen bei Nuri. Schmelle war ja hier und hat uns gesagt, wie wir arbeiten. Ja, da gibt's ja die Podcast-Folge, ja. Leute, falls ihr die noch nicht gehört habt, hört mal ruhig rein. Schmelle hat hier quasi schon angekündigt, dass Nuri ein großer Trainer wird oder bereits ist. Ich habe mich gefragt, ist es vielleicht zu früh für Nuri? Ich meine, wer ist jetzt, denn richtig? Wie alt ist der, 35? Mein Jahrgang. Also? Dein Jahrgang. Ich weiß sogar, wann er... Warte mal. Im September wird er 36. Ich im Juli, er im September. Am wievielten? Ich meine am 5.9. Am 5.9? Wie mein Cousin. Ach, wie Sterni? Wie Sterni, ja. Schöne Grüße. Und Nuri. Guck mal, Nuri, das 5.9. hat der gleichzeitig mit meinem Cousin? 5. September, ja, 1988. Ja, er wird 6 Monate so wie ich im Juli. Ich traue es mich gar nicht mehr zu sagen, ne, weil wir haben das schon so oft und wir kriegen auch wirklich Ärger von euch. Und das auch zu Recht wirklich. Ihr habt da vollkommen recht, wir kündigen hier immer irgendwelche Leute an. Ja. Podcast, ne? Wir hatten 2 Gäste in einem Jahr und wir sagen immer, ja, der muss mal kommen und der muss auch mal kommen. Aber wirklich, nie. Ja, muss aber wirklich mal sein. Jetzt. Nie kommt irgendeiner. Aber jetzt, wir nehmen uns das wirklich vor für die neue Saison und versprochen, wir kriegen dieses Jahr mehr als 2 Gäste. Ja, ja. Okay? Ja. Und vielleicht wird er einer der neue Cheftrainer vom BVB. Das wäre, wenn Nuri mal vorbeikommt. Ich hätte da ich stelle ihm 3 Fragen. Aber jetzt müssen sie ja erstmal an dem Kader arbeiten, ne? Also, was sagst du, wie viele neue? Ich sag 7 bis 10 neue brauchst du. 7 bis 10 neue, sagst du? Nicht? Ja, ich sag mal so, zwei. Sind Gegner ja schon einige weg. Genau. Dann für die Qualität. Du brauchst schon ein paar, oder? Du musst mehr werden und du musst besser werden als in der letzten Saison, weil also die Bundesliga-Saison, die war natürlich absolut unterdurchschnittlich. Ich bin mal gespannt, wer da kommt alles. Die Kohle ist ja da. Ja, man hört aber auch nicht so richtig was, ne? Ja, ich habe jetzt ein paar Gerüchtenamen gelesen, aber ich habe gar keinen Bock, mit den Gerüchten zu befassen, weil jetzt werden natürlich wieder viele Namen in die Mitte geworfen. Bevor wir aber darüber reden, Kevin, du hast jetzt natürlich... das Thema Hummels direkt abgebrochen, ja, über Entschuldigung. Eden geredet. Boah, ich muss mich nur entschuldigen. Du bist wirklich, das ist ja echt krass, krasse Folge. Ja. Mats Hummels. Wo geht der hin? Der Verein sagt, wir verlängern deinen Vertrag nicht. Glaubst du, das hatte damit zu tun, dass er da im Vorfeld so ein bisschen für Schlagzeilen gesorgt hat? Boah, ich kann es wirklich nicht sagen. Keine Ahnung. Mats hat auf jeden Fall viel für Dortmund geleistet, hat wieder eine starke Saison gespielt jetzt zum Ende hin. Und ich bin gespannt, wo er hingeht. Ich glaube, wir haben es in der Live-Podcast-Aufnahme gesagt, dass er ja durch seinen Abgang sich eigentlich alles verbaut hatte in Dortmund, aber er hat es dann doch noch tatsächlich geschafft, durch seine Leistung in den letzten Jahren. Ich hoffe, er weiß, dass das ein Fehler war. Zu einer Identifikationsfigur zu werden. Der Wechsel nach München. Ja, das war er, oder? Muss er wissen. Übrigens auch 88er Jahrgang. Nur mal so. Wir sind alle nämlich 88er. Ist das Schmelle auch? Ist das etwa die goldene Generation? Ja. Ja. So Wuttich. Alle. Ja? Pischu nicht, ne? Pischu ist ein Opa. Ey. Pischu ist ein Opa. Aber topfit habe ich wieder gesehen in Schottland. Kevin, ich habe gelesen und ich könnte mir vorstellen, dass du neidisch wirst, wenn du das hörst. Aber ich habe gelesen tatsächlich, Mallorca will Mats Hummels haben. Ja. Der RCD Mallorca. Da komme ich mit. Ey, wollte Kevin nicht auch haben? Ja. Alter, das wäre doch... Das wäre aber was, ne? Passt ja nicht dahin. Ich wollte gerade sagen, ist der Ballermann-Typ oder? Nee, oder? Nee. Also muss ich dahin eigentlich. Wir bieten Kevin. Aber Mallorca geht da auch nicht, oder? Keine Ahnung. Also ich glaube, der war jetzt im Urlaub auf jeden Fall auf den Balearen. Okay, meinst du, der geht nicht nach Italien? Ja, aber ich glaube, Mallorca ist noch zu schlecht für ihn dafür. Der hat die Mannschaft ins Champions-League-Finale geführt. AC Mailand oder so, oder? Genau sowas. Ja, ne? Ich weiß nicht, ob Mailand... Meinst du, was da...
Boah, Juve. Aber wir sehen ihn in der Serie A, ne? Glaube ich auch. Und nicht auf der Insel. Ja. Ich dachte mir schon, dass er nicht so der Ballermann-Typ ist. Er Magaluf. Okay, dann war das Thema Mats Hummels. Also Borussia Dortmund hat Edin Terzic verlässt. Was macht der denn jetzt? Was macht Edin? Ja, das ist auch noch eine gute Frage. Wo wird der Trainer? Meinst du, der hat jetzt so Bock auf Trainer sein? Meinst du nicht? Wer einmal drin ist, ist nur jung. Ja, also ich glaube, also dann muss es England werden. Oder zumindest Ausland. Halt Deutschland. Ja, also der führt doch nicht den BVB ins Champions League Finale, geht dann nach Wolfsburg oder wo auch immer hin. Oder nach Frankfurt. Das macht das nicht sowieso nicht. Ja, aber oder zu deinem Verein auch nicht, würde ich sagen, oder? Nein, niemals. Ich kann es mir beim besten Willen vorstellen, dass wir Edin Terzic in den nächsten Jahren in der Bundesliga sehen, glaube ich nicht. Okay. Du kennst ihn besser. Ich überlege, welcher Verein. Erstmal sind ja eh alle Trainer. Also alle Vereine belegt, ne, würde ich sagen. Der sucht ja keiner einen Trainer jetzt gerade. Das wird irgendwie so ein Sunderland oder so diese Kategorie, weißt du? Meinst du? Irgendwann so, kommt sowas, ja. Kannst auch noch mal ein bisschen mehr Kohle verdienen als in der Bundesliga. Ich bin gespannt. Und raus aus dem Deutschen. Wird auch interessant. Das ist meine These. Edin Terzic sehen wir irgendwann in England, aber vielleicht gönnt er sich jetzt auch mal eine wohlverdiente Pause. Müssen wir auch sagen, geiler Typ. Ob der jetzt sportlich, taktisch... Auf jeden Fall. Aber geiler Typ. Ja klar, auf jeden Fall. Da kann man auch nichts gegen sagen. Und trotzdem hat er auch viel erreicht mit dem BVB, muss man ja auch sagen. In jeder Saison gab es ein Finale. Ja. Nuri Sahin, Leute, das ist alles ein bisschen unstrukturiert heute. Aber wir kommen wieder rein, versprochen. Wir müssen nochmal über Nuri Sahin reden. Du hast lange mit ihm zusammengespielt, hast du schon gesagt. Er war, meine ich, auch dein Kapitän für eine gewisse Zeit. Bin mir jetzt aber nicht ganz sicher. War er Kapitän? Ja, bestimmt. Ja. Als irgendjemand ausgewechselt wurde, hat er mal die Binde bekommen. Ja. Hat er Führungsqualitäten? Auf jeden Fall. Ja? Hat er schon immer Verantwortung, auch in jungen Jahren hat er schon Verantwortung übernommen. Und ehrlich? Ja, Nuri ist ein guter, der hat auch viel schon den jungen Spielern dann auch hinterher geholfen und so. Ich glaube, deswegen sage ich ja, zu Nuri passt das alles. Und er hat ja, glaube ich, wie Schmeller auch gesagt hat, alles immer aufgeschrieben, schon von Kloppo, von alle Trainer, alles, er hat alles mitgeschrieben, wusste ich gar nicht, aber ja, und in Türkei eine gute Arbeit geleistet, auch wenn es eine andere Liga ist, ne, aber mit auch einem kleineren Verein gute Arbeit geleistet und deswegen, ich glaube, wie ich schon gesagt habe, das wird was. Schmeller hat erzählt, dass er bei Kloppo, bei Tuchel, hat er immer mitgeschrieben und hat aufgeschrieben, was ihm gefällt und was ihm nicht gefällt, um das anzupassen. Und ich sag mal so, wenn er so von jedem das Beste rauszieht, seinen eigenen Stil mit reinbringt, könnte witzig werden. Ich glaub dran. Werbung, Leute. Leute, es geht wieder los. Das Fenster ist offen und wir reden über potenzielle Transfers. Wer könnte noch kommen? Wer kommt auf gar keinen Fall zum BVB? Und sobald es da was Neues gibt, dürft ihr sicher sein, mit Ruhrnachrichten Plus erfahrt ihr es sofort und ohne Umwege. Die Kollegen sind ganz nah dran am BVB und stecken Hals über Kopf in der Recherche. Sommerpause, das ist ja für einige Journalisten ja die anstrengendste Zeit. Und nicht nur das, ihr bekommt Hintergrundinfos, exklusive Fotos und Kommentare, kurzum, das schwarz-gelbe Komplettpaket. Und dann könnt ihr nicht nur mitreden, ihr gebt das Thema vor. Also, ruhig mal reinschnuppern. Für 3 € bekommt ihr direkt 3 Monate. Mit unserem Podcast-Ticket www.ruhrnachrichten.de/isso-angebot. Den Link habe ich euch auch in die Shownotes gestellt. Also, anklicken und viel Freude. Werbung Ende. Lass uns mal das Thema, das war jetzt ein schöner Abschluss von Borussia Dortmund, wo so viel passiert ist. Wir werden das Ganze natürlich beobachten. Kelvin hat gesagt, es wird dick zugeschlagen auf dem Transfermarkt. Aber bist du in EM-Stimmung? Ich habe gerade schon... Sina hat ihr T-Shirt da mit ihr. Die ist so eine, mit dem Deutschland. So wie viele dann auf einmal... Fußballfan sind, ne? Wie man auf den Straßen dann auch sieht beim Public Viewing und so, dass dann auf einmal, ist ja auch okay, kann ja jeder machen, wie er will, auf einmal Fußballfan ist. Die wichtigste Frage ist, schminkt sie dich gleich und malt dir Schwarz-Rot-Gold auf die Wange? Die haben mir auch das T-Shirt rausgelegt, so eins, aber Das ist ein Bärchen. Das sehe ich nicht an. Leute, das ist ein Deutschland-Spiel. Es ist ein weißes T-Shirt. Das ist eine gute, coole Firma, so muss man sagen, und da sind auch coole Klamotten, aber ist das von ihrer? Nein, von irgendeiner einer Firma, die uns das zugeschickt hat. Okay. Aber mit dem Deutschlandbärchen muss ich jetzt nicht rumlaufen. Und schminken tue ich mich auch nicht und so weiter. Das ist was für die einmal, zweimal im Jahr Fußball gucken, wenn Deutschland spielt. Ja, das ist nichts für jemanden, der 14 Stunden mit dem Bus zurück aus London fährt. Ich bin eher so völlig geschreddert, schwarz gekleidet, ne? Ja, ich verstehe. Nein, aber das ist schon. Natürlich gucke ich die Spiele auch, aber ich bin jetzt nicht der jetzt gleich damit. Oder wie heißt das hier, wenn du sowas umtust, hier so ein
Schwarz, Rot. Keine Ahnung. Deutsch. Es gibt jetzt ja so, alles oder die Fähnchen an auf so ein Wange so und so. Ja, oder sowas. Da ist ja auch jetzt so ein, ich weiß nicht, wie der heißt auf Instagram, der ist jetzt mit dem Megafon immer im Stadion. Ach du Heil. Und dann singt er da und hat auch hier Check24-Trikot an, dann so ein, ach so richtig, ja, weißt ja, du, wie er meine. Und da kommen sie wieder natürlich nichts für mich. Kommen sie wieder alle raus, ne? Ja, ist ja auch schön, wenn alle ja, zu ihrem Land stehen und alles dafür tun. Ist ja auch schön, auf den Straßen zu sehen, was los ist. Auch gerade, wenn ich die Schotten sehe, das ist geil, ne? Das ist Schotten mega gewesen. Geil. Das ja, ist... Oder die Holländer waren auch überragend, hast du da die Videos gesehen? Ja, wie die da durch die Straßen gehüpft sind, ne? Das ist schon, das sind natürlich, das ist nochmal eine andere Hausnummer, glaube ich, ne? Oder Ungarn und so. Ja, den nimmt man das so richtig ab. Ja, ja. Bei uns ist so. Bei uns sind halt wirklich viele da, die, wo du weißt, ja, okay, an 330 Tagen, ja, hat der nicht viel mit Fußball am Hacken. Ja, leider ist es so, aber ist ja, sollen alle machen, wie sie wollen. Ist ja auch schön, dass sie dann trotzdem, so dabei sind. Hast du den Schotten gesehen, der Dudelsack gespielt hat in München und dann einfach mitten im Video ist er da hinten umgekippt? Ja, ja. Weil er strammelt mal wie eine Axt. Oder wo sie die Oma dann Ringschirm gehalten hat. Das hab ich nicht gesehen. Hast du nicht gesehen? Nee, was hat er? Die ist mit einem Rollator und es hat geregnet und die sind mit dem Ringschirm daneben und... Wie geil. Ja, ja. Die Schotten sind sensationell. Ich hoffe auch, dass sie irgendwie weiterkommen. Ja. Am geilsten wäre das, wenn sie nach Dortmund kommen. Ey. Ich will die, mit denen feiere ich auch gerne nochmal. Das Eröffnungsspiel hat er jetzt natürlich noch nie so. Ja, aber so jetzt kommen ja sogar die vier besten Dritten weiter, ne? Ja, das stimmt. Ja, ja. Insofern. Aber 5-1 natürlich, Torverhältnis ist natürlich schon mal scheiße. Kein guter Start, um einer der vier besten Dritten zu werden. Aber ohnehin verrückt. Wir spielen diese Vorrunde, Leute. Du bist ja eigentlich schon weiter. Und es scheiden von 24 Mannschaften 8 aus. Du bist ja schon weiter mit dem Torfeld. Eigentlich bist du schon durch. Ja, ja. Ja. Du bist ja viertbester Dritter, wirst ja jetzt. Und wenn diese Folge online ist, ist das Deutschlandspiel von heute Abend auch vorbei. Gewinnen sie auch. Genau. Der größte Verlierer dieser EM. Ach Leute, das muss ich noch kurz sagen. Übrigens, während wir hier gerade geredet haben, wie Kevin sich nachher stylt beim Deutschland gucken. Gibt's die ganze Zeit Blickkontakt zwischen Sina und Kevin? Was darf Kevin jetzt? Die zeigen mir öfter den Mittelfinger. Ist das normal? Ja, das ist ganz normal. Ja? Ja, Kevin muss. Aber die ist voll im Fußballfieber gerade. Das ist unglaublich. Ich kann das bis heute Abend gar nicht abwarten. Das Spiel, das ist absoluter Wahnsinn. Ich glaube, sie freut sich mehr aufs Grillen als alles auf alles andere. Sehr schön. Pass auf. Größter Verlierer dieser EM, Kevin. Was denn jetzt? Wer denn? Glasklar und ohne Wenn und Aber, die Stadt Gelsenkirchen. Hast du das mitbekommen? Was war denn nochmal? Ich sag jetzt nicht, dass du das nicht mitbekommen hast. In Serbien Gelsenkirchen kümmere ich mich jetzt nicht so. England hat gegen Serbien gespielt. Du meinst die Hauerei oder was? Nein. Was denn? Ja gut, das war da auch. Aber England hat gegen Serbien gespielt und im Vorfeld in den englischen Medien ging es nur um die Stadt Gelsenkirchen. Hast du das wirklich nicht mitbekommen? Nein. Leute, ihr habt das bestimmt. Ich erzähl jetzt Kevin kurz. Also erstmal gab es auf Twitter ein Video, da hat einer gesagt, hat aus dem Hauptbahnhof rausgefilmt und hat gesagt, it's an absolute shithole. Und das ging wirklich rund dann auf Twitter, ja. Und dann hat sich wirklich nochmal ganz offiziell ein Sky-Moderator hingestellt, hat 3 Minuten geredet, dass sie ja in München waren und München war echt schön und so, aber jetzt sind sie in Gelsenkirchen, hat er mir gesagt, we are now in Gelsenkirchen. Und er sagt dann, diese Stadt war halt Industriekultur und die hat sich nicht viel getan in den letzten Jahren. Und es ist nicht schön und für die England-Fans ist es besser, in Düsseldorf und Köln und Hamburg zu bleiben vor dem Spiel, um dann mit dem Zug zu kommen, als nach Gelsenkirchen reinzukommen. Und er hat dann selber erzählt, wir waren in einer Bar, und die nehmen nicht mal Visa oder Mastercard und solche Sachen. Also Gelsenkirchen hat einen Shitstorm erfahren in den englischen Medien. Oh. Das ist schon sehr bitter. Und es wundert mich, dass du da gar nichts von mitbekommen hast, weil das ist doch was eigentlich dein Herz strahlen lässt. Ja. Vielleicht haben die Engländer ja auch ein bisschen recht. Vielleicht haben sie recht. Aber ist schon witzig. Ein England-Fan ist nach dem Spiel, gut, und dann ist ja auch noch Ausrichter England-Serbien. Da scheppert's natürlich in der Innenstadt komplett. Ja. Alles wird auseinandergenommen. Also bislang keine Erfolgsgeschichte, die Europameisterschaft für... Aber war da auch bis jetzt toll war auch die erste Auseinandersetzung, ne? Ja. Hoffentlich bleibt das so, dass da nichts mehr... Georgien, Türkei, habe ich auch ein bisschen was gesehen. Ja, war auch. Im Stadion, ja. Aber, im Stadion. Ja, aber alles noch im Rahmen. Ein England-Fan ist besoffen, nachts um 4 in der Arena aufgewacht wieder, nach dem Spiel. Ja, der muss ja einen Schock gekriegt haben. Er ist wach geworden und liegt in der Dunklen. Ja, die Engländer und die Schotten, die können schon trinken, würde ich mal sagen, ne? Oder?
Also das haben sie jetzt schon vorgemacht. Und Achtelfinalgegner eventuell für Deutschland, England, ne? Ja, das. Könnte. In Dortmund. Ist das so? Wenn Deutschland Erster wird und England Zweiter. Oder dann ist das in Dortmund? Dann wäre das in Dortmund. Nicht, dass du hier wieder Schluss erzählst jetzt. Also wird Dortmund Erster. Ach, Dortmund sag ich schon. Wird Deutschland Erster, dann spielt Deutschland in Dortmund. Im Achtelfinale. Kevin, nimm mir das nicht übel. Ich bin immer so ein bisschen skeptisch. Da müssen wir eigentlich hingehen. Da müssen wir hingehen. Egal, ob mit oder ohne Karte. Irgendwie kommen wir da rein. Mit Mikrofon auf jeden Fall. Ja, irgendwie kommen wir da rein. Wir müssen noch, gut, dass du das gerade sagst. Nochmal einen kurzen Rückblick auf die letzte Folge, Kevin. Du hast mir ein Rätsel gestellt, erinnerst du dich? Was denn? Mit den 4 Bundesliga-Gründungsmitgliedern, ja, die noch drin sind. Ja. Und ich habe was Falsches gesagt. Was denn? Und du hast gesagt, richtig. Was denn? Wir haben so viele Nachrichten bekommen. Ja? Ja, was gesagt, war denn? Ich habe gesagt, Gladbach ist Gründungsmitglied. Hast du das gesagt, Gladbach? Habe ich gesagt. Ja? Ja, ich habe gesagt. Es war doch Stuttgart. Ja. Dortmund. Ja. Frankfurt. Ja. Und Bremen, oder? Richtig. Ja. Und Gladbach haben wir doch. Ja, dann habe ich wieder. Weil ab und zu höre ich dir nicht zu. Da denke ich mir, der stellt mir ein Quiz und dann sage ich eine falsche Antwort und er sagt richtig und dann geht das raus in die Welt. Naja. Mein Bärchen da hinten lacht auch. Hat auch Spaß, ja, ne? Sehr schön. Guck mal. Sina hat übrigens angekündigt, ihr werdet demnächst genau ihre Stimme kennenlernen. Ja, das stimmt, das hat sie ganz groß angekündigt. Das können wir hier schon mal verlauten. Das ist, haben wir schon mal den ersten Gast. So, Bierpreise bei der EM. Haben wir schon meinen ersten Gast? Bierpreise bei der EM, 7 Euro. Im Stadion. Im Stadion. Ja, ich habe 9 Euro in Paris bezahlt, vorm Stadion. Ehrlich. Also. Alle mal bitte nicht so anstellen. Ja, ja. Es gibt so ein geiles Bild vom Spiel Schweiz gegen Ungarn. Alter, die Mbolo macht das 3:1 für die Schweiz in der letzten Minute. Und dann geht die Kamera auf die Tribüne. Und alle Schweizer, es gab keinen in der Kurve, der nicht sein volles Bier durch die Gegend geschleudert hat. Die Schweizer denken sich natürlich auch, geil, kosten nur 7 Euro, ja, ja, ist ja günstig. Also so ein geiles Bild, für mich bisher das Bild dieser Europameisterschaft, das fliegende Bier in Köln. Ansonsten, was habe ich hier noch auf dem Zettel, Kevin? Türkei in Dortmund, bestes Spiel bislang, geilstes Spiel, hast du was gesehen? Ich habe das gestern mit meinem Sohn angeschaut, ja. Was macht das mit dir, wenn die ganze Südtribüne in Rot eingetaucht ist, wenn die Türken die gelbe Wand zur roten Wand machen? Ja, gelb ist schon immer. Dankeschön. Gelbe Wand ist schon immer schöner, ne? Ja, aber trotzdem geil. Aber geil, ja, die machen ja immer gute Stimmung, ne? Die sind emotional dabei, die sind laut. Ja, die türkischen Fans sind schon positiv verrückt. Das war wirklich geisteskrank, ne? Ja, ja. Also die Bilder, ja, ja, wo das, ja, ja, Regenwasser das Stadion, ja, da runter plätschert. Kevin, was steht jetzt noch an für dich? Also ich nehme an, du machst wieder Urlaub oder? Ja, erstmal habe ich gleich einen Termin. Das hört man im Radio. Oh. Podcast. Da wirst du Werbung machen. Genau. Viertelstunde Fußball. Genau. Dann fahre ich morgen für 2 Tage ins Allgäu, dann 2 Tage nach Österreich, dann 1 Tag nach München und dann beginnt meine Vorbereitung. Stets unterwegs, der Mann. Und dann geht die Vorbereitung los mit Wacker Oberkastrop. Und dann spielen wir auch bald schon gegen VfL Bochum 2. Oh. Zu Hause. Vielleicht kannst du ja doch mal gucken kommen. Mit Kollege Kruska. Ja, und da kannst du vielleicht mal gucken kommen. Ist am 3.7. Hab ich sogar wirklich frei. Oh ja, siehste. Ah, guck ich mal. 19 Uhr zu Hause, schön. 25 Grad. Bierchen, Bratwurst. Ja, jetzt malst du mir ein Bild, Alter. Am Ende gießt es aus Kübeln. Das ist der deutsche Sommer, ja, Kevin. Und was ich ja, da haben wir schon drüber gesprochen, ne? Entschuldigung, ich entschuldige mich wieder. Kuba und Pischu, Abschiedsspiel ist ja bald, aber haben wir schon. Da werden wir dann, wenn bei Zeit, ja, noch drüber reden. Genau. Wo ich mich sehr darauf freue, wenn Sina hier demnächst was sagt. Es gab ein Bild, Leute, von Kevin Großkreuz im Urlaub. Da steht er an so einer Klippe. Junge, wie du den Bauch einziehst, das gibt's. Junge, was soll ich denn machen? Ich habe ein bisschen zugelegt. Hat der eingezogen? So viel habe ich auch nicht eingezogen. Darüber gilt es zu sprechen, dann in der kommenden Woche. Wir nehmen jetzt regelmäßig auf, zumindest während der EM. Dann gucken wir mal, ob wir noch eine kleine Sommerpause machen. Du bist aber ist überhaupt, kann man überhaupt Pause? Ist doch schon DFB-Pokal fast wieder, ne? Ja, August geht's, glaube ich, weiter, ne? Da müssen wir auch in Lübeck schön. Hä? Oh, jo, erste Runde Lübeck. 18 Uhr, Samstags. Das wäre geil. Dann geht's wieder los. Aber lass uns erstmal in die Europameisterschaft gehen. Viertelstunde Fußball geht jetzt weiter. Danke, dass ihr uns diese 2-wöchige Pause verziehen habt. Ja. Wie immer, bewerten, liken, Kumpels erzählen, Glocke anmachen und so weiter und so fort. Ihr kennt das Spiel und dann hören wir uns nächste Woche wieder, wenn es wieder heißt. Ciao.
Viertelstunde Fußball, der Podcast mit Kevin Großkreuz und Corny Küpper, euer wöchentlicher Audiosnack für zwischendurch.